Mein Thema ist heute Seelenraub. Sind die Götter und Geister entschwunden? Geister und Götter, schamanische europäische Traditionen, große Lebensschöpfer und Lebenswirklichkeiten wurden abgeschafft. Erhalten haben wir dafür eine Allgottverehrung mit ihrem Dogmatismus, ihrer Unterdrückungskultur und Naturzerstörung, die kaum noch Geistiges anzubieten hat. Offensichtlich sind große Teile der Kirchen mit dem Missbrauch ihrer Machtbefugnisse und mit dämonischen Herrschereliten, welche die Menschheit heimlich lenken, beschäftigt. Und doch stehen wir auf christlichem Boden. Hier in der Jurte kehren wir immer wieder zu den Weisheitsbüchern des Christentums zurück. Und wir spannen die Bögen weit hinein in die Jahrtausende, ins alte Ägypten, nach Babylonien, ins alte Persien, nach Atlantis, nach Lemurien. Eine zugegeben schwierige Aufgabe. Aber worum geht's jetzt? Es geht um Seelenraub und um Seelenverkleinerung. Die Wissenschaften und die akademische Geschichtsfindung hätte die Aufgabe, unsere eigene Kultur und Tradition, unseres eigenen Schamanentums zu vermitteln. Es wird aber alles so umgedeutet, dass es unbrauchbar ist. Schreibtischtheorien und Spekulationen wird breiter Raum gewährt. Das Göttliche, die Allbeseelung, die Alldurchgeistigung des Kosmos, die belebte und heilige Natur bleibt da verborgen. Alte Göttinnen, Götter, Naturprinzipien, kosmische Prinzipien werden mangelhaft dargestellt. Wozu dient das? Dienen sie dem Zweck, den Menschen an seine derzeitigen Bedürfnisse anzunageln? Es gibt kein Interesse, die schamanische Geschichte Europas aufzuarbeiten. Das Hauptinteresse gilt dem modernen Leben. Nach jahrhundertelanger Gehirnwäsche sitzt der moderne Westeuropäer nach der täglichen Hetze, nach seinem Gehetztwerden, bewusstlos vor dem Fernseher. Auf einem anderen Schlachtfeld pflegen mit Unterstützung der Pharmaindustrie Menschen ihre Depressionen, ihr Burnout, ihre therapieresistenten körperlichen und psychischen Krankheiten. Und so kommen wir zur Vorderseite der Dämonen. Lebensweisen, an denen sich die Mehrheit orientiert, wie Glücklichkeitsstreben, schnell erhaschtes Glück, Luxus, Sucht nach Wohlstand und Status, Ekstasekultur, Träume von einem Lifestyle der begehbaren Kleiderschränke, Zimmerfluchten und Pool und so weiter. Bei Krisen funktionieren die Beruhigungsstrategien. In den sozialen Medien zum Beispiel mit ihren entleerten, bedeutungslosen Posts, die als große Abstandhalter zur Welt hilfreich wirken. Was steckt dahinter? Illuminati sind an nicht humanen Herrschaftsstrukturen und Naturzerstörung, Genzüchtungen von Tier und Mensch, an globaler Manipulation interessiert.
Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin und lehne Untergangsszenarien ab. Doch in meiner Sicht als Schamanin führen alle Wege, die ein falsches Weltverständnis anpreisen, zu den Dunkel- und Freimaurerlogen. Den Menschen wird gekonnt vermittelt. Es geht immer aufwärts. Es wird immer besser. Es wird eine kräftige, giftige Suppe mit den Zutaten von Tötungslust, Kannibalismus, Seuchen, Armut, Hunger und lustvollen Fernsehschlachtfeldern gebrüht. Das ist die Lieblingsspeise dämonischer Meister. In Europa wird die Wirklichkeit verschleiert, geistiges Wissen unterdrückt, dem Menschen keine wirkliche Spiritualität ermöglicht. Und so kommen wir zur Hinterseite der Dämonien. Was läuft? Verdummung, Versklavung, Arbeitszwänge, Abschaffung der Individualität, Abschaffung des Schöpfertums, Denkzwänge, Gefühlsregulierung mit dem Ziel, menschliche Roboter zu züchten, Gedankenarmut, Armutskrisen, Zweiklassengesellschaft, Rassismus, Regentschaft des Intellekts, Fütterung bzw. Mästung von Reichen, Abschaffung des Bargeldes und so weiter. Allgemein sehe ich auch, wie Religionsverdummung, kultureller Zwang, Pseudowissenschaft, Auslöschung zur Auslöschung von Erinnerungen führt. Das kollektive Gedächtnis wird verkürzt und verfälscht, ist in den Händen weniger Konzerne. Dies führt zur Abnahme der Humanität. Doch Dunkel- und Freimaurerlogen sind die Meister der Umkehrung. Sie stellen ihre Absichten für die Menschen sehr positiv dar, wobei jeder wissen muss, dass stets das Gegenteil der Fall ist. Wir leben in einer Zeit der Freiheitsberaubung und in einer Zeit der Kriege. Wie sollen Menschen zur Spiritualität, zu einer Seelenerweiterung vordringen, wenn Dauerkriege mit ihrem unfassbaren Leid diese Erde überziehen? Was erleben wir täglich? Bürgerkriege, Vernichtungskriege, Chemiekriege, Seuchenkriege, bösartige Verwicklungen, Intrigen im Hintergrund der Politik, Wetterkriege, diabolische Führer, Verwicklungen, Kriminalität, Zunahme von Rassismus, Landraub, Raubtierlust, Kinderopfer und Kindersoldaten, Pädophilenkultur, die verschlingt und verdammt, Pornografie, Schönheits- und Drogenkultur, satanische Zirkel, Vernichtung fortschrittlicher Technologien und eine Bank- und Zinspolitik, die ihresgleichen sucht. Das Gute im Menschen wird von dämonischen Kräften und Dämonien ins Gegenteil verkehrt, wird mit zahlreichen Tricks bekämpft und zerstört. Eine Umgestaltung des Menschen findet statt, in der das Nicht-Humane regiert. Und schauen wir kurz in die Natur. Große Gebiete der Erde sind bereits unfruchtbar geworden. Menschen können sich nicht mehr selbst ernähren. Industrien
übernehmen bereits die Versorgung der geschwächten und ängstlichen Menschheit. Der Boden wird neu verteilt. Urvölker sind bereits ausgerottet. Nomadenstämme dienen in erster Linie raffgierigen europäischen Touristen. Bauern werden ausgehungert. Die Verehrung und Dankbarkeit gegenüber der Natur wird belächelt, ihre energetischen Komponenten ausgeblendet. Gleichzeitig gehen wir einer tierlosen Welt entgegen. Tiere sind Schlacht- und Zuchtvieh oder Jagdvieh ohne Lebensraum. Wir erleben eine dramatische Abnahme von Tierarten, eine Reduzierung der Pflanzenvielfalt. Wir erleben in den Meeren Plastik statt Fischen. Wir erleben die Abholzung der Wälder und Dschungelgebiete. Seen und Flüsse werden speziell in Afrika gekauft und eingezäunt. Mensch und Tier werden in ihrer Fortpflanzung gelenkt. Und so fragen wir uns, was bleibt? Jedem Einzelnen bleibt die Entscheidung, in einer Welt des Gefährdetseins oder in einer Welt des Aufgehobenseins zu leben. Der Mensch kann eine Menge Leid ertragen, auch wenn vieles davon keinen Sinn hat. Als Folge all dieser dramatischen Zustände scheint es mir immer mehr Menschen zu geben, die seelenlos, einsam und dissoziiert über diese Erde laufen. Was haben wir ihnen anzubieten? Haben wir ihnen ein Leben eingebettet in die Natur und Mitwelt, in eine lebendige Welt, einen interpersonellen und transpersonalen Raum, einen beseelten Kosmos, Kontakt und Kommunikation mit dem Heiligen? Haben wir ihnen das anzubieten? Es gibt viele Fragen und viele Themen zum Wandel und zur Veränderung. Und wir haben viel zu tun. Wenn wir uns jetzt nicht von unserer Schwere, unserer Bequemlichkeit, unserer Angst und Sorge und Ohnmacht wegbewegen, wann dann? Hier in der Jurte, im Shamanic Center Vienna, haben wir ein Angebot. Wir wissen, jede Krise führt zu Neuem, jede Lebenslinie zur Einheit. Es ist so wie die Äste eines Baumes, alle führen zum Stamm. Unser Angebot ist, lernen wir, wohin wir bei jedem Schritt unsere Füße setzen. Lernen wir den Weg vom Kopf ins Herz. Komm, wie du bist.